Ja, hier, ne? Ja. Hier, danke, dass wir eure Anlage benutzen dürfen. Warte, da war das. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, jetzt müsst ihr ganz, ganz nah kommen, weil wir nichts anderes haben als diese kleine, feine Anlage, unser Lautsprecherwagen, den wir noch an der Weidendammer Brücke hatten, hat leider die Bremse, also nicht versagt, sondern so, war so gut, dass man nicht mehr fahren konnte. Der steht immer noch da, wird jetzt von der Feuerwehr abtransportiert. Wir hatten gehofft, wir schaffen das wenigstens, dass das noch bis zur Abschlusskundgebung hierher schafft. Es hat nicht geklappt. Bitte kommt ganz nah, damit ihr wenigstens etwas hört von dem, was unsere Redner euch noch mitzuteilen haben. Wir haben in diesem Jahr unter dem Motto aufgerufen: Krieg wird gemacht, wir stellen uns dagegen. Vor 100 Jahren wurde der Erste Weltkrieg gemacht. Vor 75 Jahren wurde der Zweite Weltkrieg gemacht. Beide gingen von Deutschland aus. Und vor 15 Jahren, da hat sich das deutsche Militär wieder an einem Krieg beteiligt, an dem völkerrechtswidrigen Krieg gegen Jugoslawien mit der Bombardierung von Jugoslawien. Wir sind, im Grundgesetz steht eigentlich immer noch, dass wir eine Verteidigungsarmee sind. Ja? Ich halle total laut. Was heißt das? Könnt ihr mich da hinten gut hören? Super, super. Also gut. Also, wie gesagt, im Grundgesetz sind wir immer noch eine Verteidigungsarmee. Nur wird unser Land heute am Hindukusch verteidigt und überall da, wo unser Zugang zu Rohstoffen bedroht oder strategische Ziele verfolgt werden. Wie, ich darf auch nicht hier oben stehen? Also wir dürfen hier oben nicht stehen, die Hausbesitzer wollen das nicht. Das ist doch hier irgendwie ein Antikriegsmahnmal, oder? Verpflichtung und die Verantwortung, unseren Beitrag zu einer schrittweisen Lösung der aktuellen Krisen und Konflikte zu bringen, wie unsere neue Kriegsministerin sagt. Und das tun wir natürlich mit einer familienfreundlichen Armee. Eine Kultur der Zurückhaltung militärisch darf für Deutschland nicht zu einer Kultur des Heraushaltens werden. Deutschland ist zu groß, um Weltpolitik nur von der Außenlinie zu kommentieren. So unser Außenminister. Wir sollen weichgeklopft werden. Unsere Armee ist keine Verteidigungsarmee, sie ist mittlerweile eine Angriffsarmee. Aber wenn man den Spruch nimmt, Angriff ist die beste Verteidigung, dann haben wir auch wieder eine Verteidigungsarmee. Und die verteidigt im Moment übrigens mit 13 Militäreinsätzen unsere Heimat. Ja, und weil die Wehrpflicht abgeschafft wurde, fehlt es nun an Soldaten für den Mist. Deshalb muss schon im Kindergarten für neue Krieger geworben werden, Grundschulpatenschaften eingegangen und Jugendoffiziere in Oberschulen geschickt. Und in Kirchen wird Blasmusik der militärischen Art zelebriert. Öffentliche Gelöbnisse werden abgehalten. Das wollen wir alles nicht. Und wir wollen auch nicht, dass der Tod wieder ein Meister aus Deutschland ist. Genau, jetzt macht er mich hier völlig wirre. Kriegswaffen gehen in alle Welt, auch in sogenannte Krisengebiete. Da wird nicht nach Einhaltung der Menschenrechte gefragt. Die kommen immer erst ins Gespräch, wenn man selbst die Waffen irgendwo ausprobieren will, die man vorher schon anderen verkauft hat oder auch nicht. Nie wieder darf von deutschem Boden Krieg ausgehen. Das beten wir, seit es Ostermärsche gibt. Aber in Ramstein, und das liegt meines Wissens auf deutschem Boden, oder? Darf die USA auf ihrer Datendrehscheibe ihre Kampfdrohne nach Pakistan und anderswo schicken, um Obamas Tötungsliste abzuarbeiten oder auf Menschen zu schießen, die man als Terroristen ausmacht und die doch oft keine sind? Und wir wollen uns, also wir nicht, sondern unsere geschätzte Bundesregierung will nun auch diese Kampfdrohnen anschaffen. Zuerst sollen es nur Aufklärungsdrohnen sein, aber die können dann aufgerüstet werden. Hier sieht mich keiner. Aufgerüstet werden zu Kampfdrohnen. Das ist ein großer
Schwerpunkt der Arbeit der Friedensbewegung in diesem Jahr. Wir haben einen Appell geschrieben in der Friedensbewegung, die Kampfdrohnen ächten soll. Wir bitten euch alle herzlich, die ihn noch nicht unterschrieben haben, unterschreibt diesen Kampfdrohnenappell, also natürlich den Gegenkampfdrohnenappell. So, das war die lange, kleine, kurze Vorrede.